So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich erhalte Konditionen durch einen kleinen Fisch, einen Zappler und einen Schlörfisch. So, das heißt schon mal definitiv, wir müssen angeln. Aber kurz in eigener Sache, was euch alle betrifft, ihr könnt wieder einen Skin gewinnen. Nämlich als Dankeschön für den Creator Code habt ihr einen Skin bekommen. Dann, dass ich YouTube-Partner wurde, also dass ich jetzt Werbung schalten konnte. Dafür gab es auch einen Skin letztes Wochenende. Und den nächsten Skin habe ich jetzt geplant bei 2500 Abonnenten. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber ich denke mal, das werden wir schon recht zügig hinbekommen. Und wer halt nur wegen den Skins da ist, der, ja, naja, ihr wisst schon. Wenn du aber einen Skin haben willst, klar, erstmal abonnieren bitte, weil wenn du die Glocke noch aktiviert hast, kriegst du auch gleichzeitig immer direkt mit, wenn sich irgendwas bei mir ändert, wann eine Skin-Verlosung ist, wann ich einen Livestream anhab, Custom Games etc. pp. Was du aber bitte definitiv machen kannst, wie zum Beispiel Scum Justin, hat nämlich das gemacht, was ich jetzt sage, nämlich bei Freunden hinzufügen, YT-Family Hack eintragen. Damit kannst du mich als Freund hinzufügen. So, selber einladen geht natürlich nicht. Warum macht ihr das Ganze? Ich nehme ihn natürlich an. Gruß geht erstmal da raus. Willkommen. Zum Beispiel hier im Item Shop. Wenn ich eine Skin-Verlosung mache, will ich den Skin euch natürlich direkt schenken. Heißt, ich kann ihn euch nur als Geschenk kaufen. So, was muss ich dafür tun? Euch in der Namensliste suchen. Aber wenn ihr zum Beispiel, ja, ihr seht schon, wir sind ein paar Freunde da. Wenn ihr zum Beispiel, ach, da haben wir einen Justin direkt auch gefunden. Er kam jetzt gerade frisch dazu. So wäre das, wenn wir vorher keine Freunde waren. Dann kommt da die Nachricht, kann erst in 2 Tagen Geschenke erhalten. Bedeutet, du müsstest 2 Tage warten, auch wenn heute vielleicht dein Lieblingsskin im Shop ist. Ich kann ihn dir halt dann erst in 2 Tagen schenken. Deshalb lieber im Voraus die Freundschaftsanfrage. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, weil durch die Glocke erfährst du halt wirklich, wann irgendwas passiert. Dann an alle Unterstützer oder vielleicht bist du auch jetzt der neue Unterstützer, einfach YT-Family beim Creator Code eintragen und alle anderen guckt bitte nach, ob mein Creator Code noch drin steht. Wenn nicht, gern wieder neu eintragen, denn jetzt sind wir in dem Zeitraum, wo der halt schon rausgenommen wird. Bei mir wurde nämlich auch rausgenommen, ich musste ihn auch neu eintragen. Also ich denke mal, das ist bei allen so. Ich hoffe halt, dass es weiterhin so bleibt. Jeden Tag habe ich neue Unterstützer. Wäre schön, wenn das so weitergeht, aber hier erstmal auf Annehmen. Dann steht das hier oben rechts und sobald ihr irgendwas kaufen wollt, steht es auch hier nochmal. So, jetzt geht es aber weiter zur Aufgabe, nämlich Angeln. Wie machen wir das Ganze? Definitiv in Gruppenkeile. Da würde ich erstmal sagen, definitiv dahin fliegen, wo Wasser ist. So schnell wie möglich euch eine Angel besorgen und dann angeln, was das Zeug hält. Und natürlich versuchen, Schwärme zu finden. Ich habe eigentlich in letzter Zeit immer in Anführungszeichen das Pech, ich gehe zum Angeln, um einmal den mythischen Fisch zu finden. Ich finde ihn aber immer noch nicht. Und zum anderen, um vielleicht bessere Waffen zu finden. Aber irgendwie finde ich nur Fische. Ich wette, jetzt, wenn ich Fische brauche, kriege ich nur Waffen. Pass auf, was ich euch sage. Genau so wird es passieren. So, das ist schon mal perfekt. Flugroute ist nämlich direkt am Wasser. Das heißt, wir können direkt rausspringen. Jetzt muss ich noch gerade überlegen, ich glaube, wir springen direkt hier raus. Und wie gesagt, holt euch gerne Angel mit. Wenn ihr eine Harpune findet, holt die natürlich auch mit. Geht das Ganze natürlich wieder ein bisschen schneller. Ist halt instant dann. So, wir springen wie gesagt direkt raus. Direkt vorne an die Spitze. Und suchen natürlich erstmal nach Schwärmen. Und wir müssen uns natürlich, das werden nämlich einige vergessen, man muss sich erstmal Schaden hinzufügen. Weil logischerweise der Fisch kann nur funktionieren, wenn man nicht volles Leben hat. So, Angel haben wir schon mal. Jetzt erstmal ein bisschen was zum Bauen, damit wir hochkommen. Ja, das war schon mal der Leck des Jahrhunderts wieder. So, erstmal hier noch ein paar Mets.
Die EP holen wir uns natürlich auch mit. Wie gesagt, ich denke mal nicht, dass das Ganze so schwer ist, aber die EP ist wohl schon genau. So. Wie das am Lecken ist, das ist immer furchtbar am Dingstag. So müsste reichen. Ist hier ein Gegner? Nee. Ich will keinen. Hier war ein Schwarm. Zack. So, da werden wir aber nur die Schlörfnis und die grünen Fische finden. Ja, das ist mir egal, da haben wir schon mal den. So, da haben wir jetzt die zwei grünen. Nehmen wir uns die schon mal mit. Dann hoffe ich, dass wir uns hier draufstellen können. Na. Aha, klappt doch. So, dann müssen wir hier in den Schwarm. Na toll. Jetzt heißt es Schwarm suchen, weil eine Fischart haben wir zwar jetzt schon. Wir müssen aber definitiv noch den kleinen Fisch haben. Den gibt es nämlich, glaube ich, nur, wenn ihr das normal angelt. Wisst ihr, diesen kleinen zierlichen, der ist auch grau, meine ich noch, wenn sich nichts geändert hat. Komm, mach schneller. Ah, da ist er doch schon. Warte, gucken, ob der zählt. Ja. Das ist nämlich der kleine Fisch. Dann hier, der zählt natürlich auch. Und jetzt müssen wir halt nur noch auf Krampf den lilanen Fisch suchen. War da mal hier nicht im Boot? Ne, hier ist keins. Auf jeden Fall dann schwimmen. So, falls ich irgendwo einen Schwarm übersehe, sag ich jetzt schon mal sorry dafür. Ah, da hinten ist schon mal einer. Also, wie gesagt, holt euch, glaube ich, am besten ein Boot, falls ihr gar nichts finden solltet. Damit ihr da halt wirklich ziemlich mobil seid. Sache, jetzt habe ich das Pech und finde keinen. Komm, komm, lilaner Fisch. Hallo? Ja, was habe ich eben gesagt? Dann finde ich die toll schönsten Waffen. Ihr könnt ihn natürlich auch im normalen Wasser finden, aber da wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil da ist die Droprate natürlich wieder total bescheiden. So, habe ich hier nicht einen Schwamm gesehen? Zur Not holen wir uns jetzt erstmal ein Boot. Da wird es wieder ein bisschen lauter, aber wir werden definitiv noch einen Fisch finden. Drei Fische haben wir ja schon. Damit können wir uns nämlich auf jeden Fall schon mal das Leben auffrischen. Ich bin aber gerade überlegen, weil hier außen ist nämlich gar nichts, ob wir nicht doch noch ein bisschen mit der Zone am Wasser her sollen. Komm, Turbo. Weil wir nämlich eh in die Richtung müssen. Wie das am Lecken ist, ey, das ist so komisch. Komm, schneller. Alles klar, jetzt finde ich hier keinen einzigen Fischschwamm. Ah, hier war ein. Ich hoffe, wir haben Glück. Ich glaube, das war auch daneben. Ich meine, Fische haben wir ja genug. Aber halt nicht den richtigen. Wir brauchen diesen Lila dann noch. Was habe ich gesagt mit den Waffen? Na komm schon. Alter, es ist doch nicht wahr, oder? Komm, lade dich schneller auf. Ich hoffe halt echt, dass wir einen finden werden. Dann komm schon. Lol. Die Jagd geht weiter. Sonst findet man immer einen. Aber ihr seht ja, so kann es euch halt leider Gottes auch gehen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir das definitiv hier in dieser Runde schaffen werden. So, im Leben muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ach, da ist er doch. Ich habe doch gesagt, es funktioniert. Glaubt mir doch einfach. Und zack. Und damit ist die Aufgabe erledigt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, Level up.
Na, ah doch. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Lasst gerne ein Abo da. Ihr habt ja schon alles mitbekommen. Custom Games, Item Shop, Skins. Also, wie gesagt, Freundesanfrage nicht verschicken, vergessen zu verschicken. Und in dem Sinne, viel Spaß noch. Ihr werdet alle Aufgaben bei mir finden. Und in dem Sinne, jetzt wirklich, haut rein. Wo ist meine Maus? Lol. Und Abfahrt.